Party hard. Tag, heute ist, was ist heute? Mittwoch. Mittwoch, der 11.05.2016. Und ich habe fast vergessen, was aufzunehmen heute. Es ist schon kurz nach 11, halb 12 jetzt. Ich muss meinen Abwasch machen. Meine Schwester hat gestern oder so ihre Kamera runterfallen lassen. Und zum Glück hat sie einen Filter drauf gehabt, wofür ich sie meistens ein bisschen belächle. Aber in dem Fall hat er geholfen. So ein Schraubfilter auf dem Objektiv drauf. Und nun hat sie aber das Problem, dass der eingedellt ist und sie den schlecht runterbekommt. Da habe ich auf YouTube mal geschaut, was das gibt. Und da war halt so ein Tipp mit Klebeband und Zoom-Objektiv und Klebeband um den Filter und einen Kabelbinder, den richtig festziehen und dann mit einer Zange am Kabelbinder ziehen. Ich habe es ihr geschickt und ich weiß jetzt gar nicht, ob sie es schon probiert hat, aber ja, das war irgendwie so das einzig Brauchbare, was ich gefunden habe. Wenn ihr einen coolen Tipp habt, wie ihr einen festen Filter vom Objektiv wieder runter bekommt, egal ob der nur eingedellt ist oder aus anderen Gründen festgezogen ist. Also wenn ihr einen Tipp habt, dann schreibt ihn nochmal bitte in die Kommentare oder schickt mir einen Link zu eurem Video oder wie auch immer. Würde mich auch mal interessieren. Ich habe zwar schon sehr lange keinen Filter mehr auf meine Objektive drauf gehabt, aber würde mich echt mal interessieren. So. Jetzt mache ich, wie gesagt, erstmal den Abwasch. Schaut mal hier, täglicher Gebrauch. So alt ist mein Gorillapod auch noch nicht. Ja, aber so ist das bei einem Gadget, was man wirklich täglich gebraucht. So, jetzt Abwasch. Da rödelt er aber. Ich importiere gerade die Files von den letzten 5-6 Tagen, glaube ich. Und naja, dazu tun und schrubbt. Also importieren in Final Cut von der Festplatte. Ist auch egal, zu viel Technik. Bevor ich jetzt gleich unter die Dusche springe, wollte ich noch eins sagen. Wenn ihr unzufrieden seid mit meinen Vlogs, eurem Leben, eurer Arbeit, wie auch immer, dann müsst ihr es verdammt nochmal sagen. Und das habe ich schon öfter gesagt, aber ihr müsst es sagen. Es ändert sich nicht von selbst und es ändert sich nicht, wenn ihr nur meckert. Ihr müsst klipp und klar sagen, das muss sich ändern. Und zwar zu demjenigen, der es ändern kann. Es bringt nichts, wenn ihr euch über eure Arbeit bei eurem Kollegen beschwert. Ihr müsst zum Chef gehen und euch bei dem beschweren. Und es bringt nichts, wenn er Karl-Heinz davon erzählt, wie schlecht meine Vlogs sind oder was an meinem Vlog schlecht ist. Ihr müsst es mir sagen. Schreibt es in die Kommentare oder sonst was. Wovor haben die Leute Angst, denjenigen anzusprechen, der was ändern kann, dass er was ändern soll oder dass sich was ändern müsste? Oder grundsätzlich erstmal einfach nur darüber zu diskutieren? Ich verstehe das nicht. Also, wenn sich was ändern soll, dann müsst ihr das Maul aufmachen, ihr müsst selbst den Arsch hochkriegen, ihr müsst selbst was machen. Ihr habt es in der Hand, was zu ändern. Ihr. So. So, jetzt gehe ich duschen und dann muss ich zur Arbeit. Morgen früh fahre ich relativ früh zu Jens, weil wir einen Termin in Wolgastal, der wichtig ist. Am Freitag fahre ich auch sehr früh zu Jens, weil wir einen Termin in Rostock haben, habe ich schon erwähnt, der noch wichtiger ist. Und ja, da wird sich hoffentlich was entscheiden und hoffentlich positiv was entscheiden, weil ich will den Scheiß endlich hinter mir haben. Das blockiert dieser ganze Quatsch da. Naja, wie auch immer. Wir haben gestern Abend eine ziemlich coole Idee. Habe ich das Vlog von gestern beendet überhaupt? Doch, habe ich. Ich weiß nicht, ob ich es gestern schon gesagt habe, ich habe jetzt gerade keine Ahnung. Wir haben gestern eine ziemlich coole Idee gehabt, da freue ich mich sehr drauf. Ich glaube, das wird richtig cool und das wird funktionieren. Und da werdet ihr hoffentlich auch dran Spaß haben, weil ihr aktiv und direkt dran teilnehmen könnt. Und naja, es wird sich erst demnächst zeigen. Ich bin mit meinen Videos noch nicht auf den Laufenden. Ich habe noch nicht ein Video geschafft aufzuholen. Die nächsten Videos, die ich noch schneiden muss, da kommen jetzt dann die ganzen kurzen Vlogs der letzten Tage. Darauf spekuliere ich ein bisschen, dass ich dadurch schnell vorankomme, weil die halt nur wirklich schnell und kurz waren. Und dann müssen wir schauen. Am Sonntag kommt Cookie wieder, höchstwahrscheinlich. Irgendjemand kommt her und bringt mir meine Cookie wieder. Ja, mal sehen. Na gut, also das war's für heute. Ich danke euch für eure Aufmerksamkeit. Ich hoffe, ihr bleibt dabei, auch wenn die letzten Vlogs alles andere als spannend waren. Und ja, dann werden wir schauen, was demnächst passiert. Also vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Video und tschüss.